bin Alina Klotz. Ich mache jetzt hier gerade am Krankenhaus mein zweiwöchiges Schülerpraktikum, weil ich jetzt in der 10. Klasse bin. Und ja, bin jetzt sehr glücklich, hier zu sein. Also ich bin auf jeden Fall sehr interessiert in Medizin und sowas. Also alles, was mit gesundheitstechnischen Sachen zu tun hat, habe ich einfach ein höheres Interesse. Und deshalb bin ich auch sehr froh, dass ich hier den Praktikumsplatz bekommen habe. Also ich bin an dem ersten Tag erstmal zur Personalleitung gegangen. Da waren alle super nett. Die hat mich kurz eingewiesen, die kurze Belehrung gemacht. Und dann bin ich eben hier auf diese Station gegangen, hab mir dann auch erstmal ein bisschen alles zeigen lassen und so. Und die haben mich auch super aufgenommen und alles. Und dann habe ich angefangen, ein paar Aufgaben mitzumachen oder einfach mal erstmal ein bisschen mit rumzugehen, alles kennenzulernen, die Abläufe an einer Station, was eigentlich alles dazugehört für Aufgaben. Es ist immer noch so, dass ich teilweise erstmal nur ein bisschen mitlaufe und dann halt mithelfe. Aber es wird auch von Tag zu Tag immer, dass ich mehr eigenständig Sachen machen kann und nicht nur auf die anderen angewiesen sozusagen bin. Ich bin jetzt einfach noch sicherer, dass ich sowas in die Richtung machen möchte. Und deshalb denke ich schon, dass mir das helfen wird. Auch meine Filmbewerbung irgendwo macht sich das natürlich auch immer sehr gut, wenn man schon mal irgendwo reingeschnuppert hat in den Beruf. Also Blut abnehmen darf ich sowas ja einfach nicht und Spritzen und sowas. Das geht natürlich nicht, hat ja keinerlei Ausbildung in der Hinsicht. Aber sowas wie Blutdruck messen und Puls und Fieber, das kann man jetzt alles schon machen. Und natürlich auch so den Menschen immer fragen, wie es ihnen geht, ob man noch was helfen kann, ob man ihnen irgendwie noch das alles ein bisschen erleichtern kann. Das ist eigentlich immer ganz süß. Die versuchen einen noch immer so ein bisschen noch zu unterstützen und sagen so, ja, probieren Sie es doch noch mal. Ich stelle mich zur Verfügung sozusagen. Oder die sind auch alle ganz nett und dann sagen sie auch, ja, ist in Ordnung, falls ich irgendwas noch nicht beim ersten Mal gleich hinbekomme. Und die sind wirklich alle ganz toll und nett. Also das ist ein sehr schönes Krankenhaus, das ich finde sehr modern im Gegensatz zu anderen. Und das ist alles sehr gut geregelt hier und die Leute sind alle mega nett. Und es ist schon ein sehr schönes Praktikum an diesem Krankenhaus hier.